Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Südhemmern-Map hier bei Landwirtschaftssimulator 2015. Und bei mir sind heute der Randy und der Tino. Hallo. Hallöchen. Also das hier unten sind ja die Rinder, ich suche die Kühe gerade. Hä? Bei den Erdäppeln, das sind standardgemäße Kühe. Hier steht Rinder. Und wo ich jetzt hier reingefüllt habe, dann ist auch bei Rind 1 aufgefüllt worden. Was ist denn der Unterschied zwischen Rindern und Kühen? Das eine kannst du, das Zucht kannst du verkaufen und Kühe produzieren halt nur Milch. Ach so, jetzt warte mal, das andere Symbol dort. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, hier unten ist beides. Ja, hier sind sie doch. Meine kleinen Rinder, so, davon ist der Vorderdruck, stimmt. Naja, das war ja auch wieder. Könnte man eigentlich auch mal eine Runde, die Zuckerrüben können wir nicht ernten, ne? Mischration wird hier nicht angenommen. Wo wird denn die bestimmt drinne. Aber hier könnte Mischration angenommen werden, oder? Weiß man hier überhaupt was abladen kann. Ja. Hat's jetzt schon Wasser rein bei den Kühen? Nein, bin gerade noch mit den Erdäpfeln beschäftigt. Und Wasser muss schon noch mal öffnen, weil das ist alles verschlungen worden. Wasser ist leer. Uiuiui. Ui, ui. Ja, sag ich doch. Schön, alles Wasser. Das ist so gleich hier in der Nähe, ne? Du musst ja nicht hier hin. Naja. Also hier an der Brücke bei uns. Geil, das leckt wieder. Lustig, ne? Ich habe noch nicht einen Leck gehabt heute. Dafür seid ihr. Ja, ich habe nur mal so ein. Ich hatte mal ein dickes, aber ansonsten. War nix, ne. Ansonsten war nix, alles gut. Ja. Pixel, du erntest immer noch? Ja. Ah. Das fällt jetzt gleich fertig. Eigentlich noch viel zu ernten? Nee, oder? Ja. 17 und 24. Ja, 24 ist halt scheiße. Kartoffeln. Da müssen wir uns auf jeden Fall abwechseln. Was ist auf 17? Weizen. Ja, das ist so eine schöne Konstruktion, aber... Was denn? Kruzi, Fixi noch mal, du, ey, das gibt's ja gar nicht. Scheiß Förderband, ja. Ach so. Brauchst du nicht runterfahren? Nee. Dadurch, dass der Haufen so stark angewachsen ist, hat sich das Förderband halt mit verschoben. Ach, das ist scheiße, ja. Ja, dann mach ich bitte das. Finde ich sowieso so lustig. Ganz viele Sachen hier haben null Kollision. Aber die Haufen, die da rumliegen, die haben Kollision. Ja. Warte mal, kommt hier nicht das Wasser rein? Ah ja.
So. Okay. So, Kühe sind wieder auf 100%. Rohr können wir noch rein. Oh, du. Oh. Was denn? Ey, mein Gott, erst Kompost, Erde voll, dann Wasser leer, jetzt ist noch der Diesel leer. Oh. Das ja, macht mich wahnsinnig, du, die bei Maschinen. Bei den Kühen hast du zu tun. Bei den Kartoffeln hast du zu tun, ohne Ende. Seit wann schluckt denn der Diesel? Wer? Die Maschine. Welche? Erdäpfel. Wäsche. Ja, die Wäsche immer. Schon immer. Die Wäsche schon immer. Ja. Jetzt hab ich überhaupt Lust reingehauen. Das ist scheiße. Muss er verkraften. Wo ist denn. Achso, das ist ja das Fass. Alter, was geht denn hier rein? Genug. Wir haben 250 Dings und das für 6 Tage ausgerechnet. Ich glaube, den ganzen Anhänger reinkippen. Musste auch. Der ist auch gleich leer. Ja, musste auch, weil da muss ich jetzt ja wieder Diesel rein. Denk dran, 1000 Liter gehen noch rein, gell? In die Wäsche. Ja. Oh Gott. Also, beste 800 laden oder so, 900 laden. Das reicht ja. Auf keinen Fall mehr, weil sonst, na gut, könnte man Fahrzeug tanken, höchstens bis es leer ist. Naja, oder ja. Oder einen ganz beschadeten Fall wegschütten, aber. Das will man ja auch nicht. Nee. Also, ich habe jetzt den 30.000 Liter Wasser hier reingeschmissen. Das reicht immer noch nicht. Für nochmal eine Ladung. Brauchst du auch noch, ne? Ich brauche hier auch noch ein bisschen, ja. Lass mich raten, jetzt ist gut, es dass hier gleich Wasser ist. Ja. Aussehen klar. Ja. Wann? Wann? So, gut. Dann können wir mal schauen, was haben wir jetzt noch hier rumstehen gerade. Auf der 12, den brauchen wir doch hier nicht. Da. Na, sag mal. Welt 26 ist jetzt gleich fertig. Yay! Habt ihr kein schönes Thema, irgendwas zum Erzählen, Mensch? Heute sind alle. Das Krasse ist, wenn man zu dritt ist, sind alle so in der Arbeit vertieft, ne? Weil man echt so viel zu tun hat hier, also finde ich jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte jetzt hier echt 15 Minuten kein Wort sagen, weil so viel zu tun ist. Ja, das Problem ist mit aktuellen Themen, dadurch, dass wir die Woche, sagen wir mal, Moment. Darum hat das, man ach, hat ja jeden Tag stundenweise schon miteinander verbracht. Erstens. Dadurch, dass wir so viel aufgenommen haben, dass ja irgendwann auch der Gesprächsstoff mal ausgeht, ne? So viel LS die Woche aufgenommen, irgendwie, ne, so viel passiert gar nicht in der Welt. Schlimm, oder? LS war viel, 2 Livestreams noch. Ja. Sag mal, wie lange zutschen du das Wasser da hinten raus?
Ach so, ich fahr gerade noch den Drescher zurück. Ach so, ja, egal, dann. Links. Brauchst du Wasser, wo? Ja, nee, du wolltest doch noch die Kühe, aber ich brauch den Hänger für Treibstoff. Ach so! Stimmt. Das hatte ich schon wieder vergessen. Oh, das ist natürlich randvoll Wasser jetzt. Ah, warte. Dann schütt mal eben noch mal bei den Kühen rein. Alter Schwede. Nice. Sieht gut aus, Mensch. Wie viel brauchen wir? 580? Was denn du? Ja, dann. Na du hast voll gegens Mikro gehauen. Sorry, ich war das. Ach ja. Du, Pixel war das. Ist halt einfach Zappel Philipp, ey. Ja, ja. Also ich habe keine Ahnung, was hier mit 240 Kühen, aber ich habe jetzt hier schon fast 45.000 Liter Wasser rein. Dann guck dir doch mal die Wanne an, was doch noch General. Findest du nicht? Das sind schon 45.000 Liter Wasser. Dann sage ich dir, wie es ist. Müssen wir, wie viel Kartoffeln haben wir im Lager? Genug. Müssen wir mal schauen, dass wir Kartoffeln bzw. Zuckerrüben hier mal in den Schnetzler tun, dass der für uns Mischfutter ein bisschen mitproduziert. Ach ja, stimmt ja, dann haben wir Rüben und Kartoffeln können wir reinschmeißen, weil da drüben mit der Futtermischhalle, weiß nicht, ob wir so schnell nachproduziert kriegen, wie die hier fressen, also das ist ja der Hammer. Wenn ich was reinpasst, hab ich über 50.000 Liter Wasser schon drin und das hört nicht auf. Das soll jetzt für 6 Tage, nicht mal, 6 Tage. Mal. Also 7 Tage hat er gerechnet, ne, nicht immer. Ja, die tut schon ganz gut was weg, würde ich sagen. Haben halt Durst. Na gut, aber dann sollten sie aber auch reichlich Milch produzieren, die Bobs. Aber die Milch wird hier überhaupt abgeholt. Ja, ja, wir kriegen hier immer dann Nachtkohle. Ah, okay. Wie gibt's denn? Das kann ich ja nicht. Müssen wir mal schauen, warte mal, Einnahme Ernte. Sonstiges. Und leer. Aber nur sonstiges. Bis jetzt hat man im sonstigen, bis jetzt haben wir im sonstigen, betriebskostentechnisch, haben wir im sonstigen immer so 3,6, 3,9. An Geld gekriegt, aber die waren halt immer auf 5%, ne? Ja. So, jetzt kannst du das Ding hier nehmen. Ja, stell einfach ab, ich jetzt nehm dir. Ach so, stimmt. Willst du den mit dem Traktor gleich, ja? Ja, ja, freundlich. So. Hat er sich über mich gehieft, der alte Mann? Rüber gehieft. So, warte mal, was mache ich dann jetzt noch? Das ist fertig, das ist soweit. Pixel muss abgetankt werden? Nee, ich habe hier alles stehen. Okay, was ist mit dem Glas, mit dem Weizen hinten drauf? Ja, das ist mein Abtanker, aber ich bin fertig hier. Ich fahre jetzt gerade zu 17. Ja, fahr ich mal mit rüber, wa? Ja. Fängst du an oben? Ne, unten. Ich bin gerade hier noch am Tanken, Moment. Lass ihn mal hier stehen. Gut. Er kann auch zurück zum Hof erstmal.
Habt ihr das eigentlich gehört? Günter Grabowski ist tot. Wer? Günter Grabowski. Der sagt mir was. Ja, das ist der, der damals gesagt hat, dass die Grenze auf ist. Ach, der Sinne, der hat es, ja, ja, ja. Genau, der hat ihm doch gesagt, also die hatten ihm doch ein Dings zugesteckt, hier so ein Zettel, wo er sagen sollte, dass die Ausreise genehmigt wird, aber halt nur gegen Auflagen, und der hat dann gesagt, ja, ab sofort ist alles auf. Ja. Cool. Der hat es aus Versehen geöffnet. Ja. Der ist jetzt, na gut, er war ja damals schon nicht mal der Jüngste. Ja, 86 war er. Also, jetzt, als er gestorben ist. Okay. Das sah damals ja mit gut 50 schon älter aus. So. Ich drück die 5, ging nicht. Ich glaube, als er diese Rede hielt, hatte der auch schon tagelang nicht geschlafen. Ganz ehrlich. So, zurück. Aber wir sind soweit erstmal durch. Ja. Das hier. Ah, ich komme wirklich gut. Genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei den anderen vorbei, die stehen in der Beschreibung. Und wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.